jetzt gibt es die kleine Gesprächsrunde und die dürfen alle näher kommen und auch Fragen stellen. Thomas, wir sind jetzt hier zum dritten Mal beim Vegan Summer. Wie kam es überhaupt dazu, hier diesen Vegan Summer ins Leben zu rufen? Wir haben damals mit dem Stammtisch hier begonnen in Eckernförde und haben irgendwann gemerkt, in Schleswig-Holstein, da gibt es ja gar kein richtiges Fest. Und wir wollen ja nicht immer nach Hannover, nach Berlin zu diesem tollen Fest fahren, sondern wir wollen ein eigenes Fest haben. Und wir haben ja natürlich auch eine super Location zu bieten. Und dann haben wir den Gedanken, ach ja, dann lass uns das selber auf die Beine stellen. Und so ist es entstanden. Also eigentlich eine Stammtischrunde in einer wagen Idee. Und was hast du mit... Dankeschön. Wo so die Dinge entstehen. Es klingt so ähnlich wie beim Lars, als du gesagt hast, wie mache ich meinen Film? Ich so, ja Lars, Opermann, der Filmemacher. Also, nee, nee, Laura, ich bin kein Filmemacher. Patrick erzählt mir so, ja, also Koch bin ich nicht. Aber ich habe irgendwie schon zwei Kochbücher, mein drittes schreibe ich. Ich meine so... Aha, also Sie sind wahrscheinlich noch mehr vegan als wir vier hier auf der Bühne und können mindestens so viele Sachen, Sie wissen es noch nicht oder Sie haben halt nur noch nicht angefangen. Also ich würde sagen, wir vier hier sind sicherlich alle ein ganz unterschiedliches Beispiel dafür, vegan zu sein, aber es ist auch wirklich, wie gesagt, nur ein Beispiel. Man kommt da ganz zufällig vielleicht dazu oder mal am Stammtisch und jetzt können wir so viele Leute glücklich machen mit dem Thema vegan und auch inspiriert. Was würdest du denn sagen in den drei Jahren, was hat sich denn verändert bei dem Fest, so ein Festival? Gibt es was zu beobachten? Patrick hat gesagt, es gibt so viele vegane Kochbücher, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich anfangen soll, es wird immer mehr. Wie erlebst du denn das Thema vegan zum dritten Mal hier am Fest? Zum dritten Mal hier in Eckernförde. Also beim ersten Mal waren wir ja sehr unbedarft und wussten gar nicht genau, was kommt noch hinzu. Mittlerweile haben wir viele Erfahrungen gemacht, manchmal auch anstrengende. Das Thema vegan ist mit uns gewachsen und wir haben jetzt nur noch positive Sachen eigentlich am Stand. Also am Anfang waren noch diese Fragen, wo kriegt ihr euer Eiweiß her und sowas, das haben wir gar nicht mehr. Also die Entwicklung ist ja schon weiter, jeder kennt das Wort vegan, jeder weiß damit anzufangen. Und das ist eine super positive Entwicklung. Und wir sind natürlich bekannter geworden und haben so mit mehr Stände hier und qualitativ hochwertig. Was hat sich an den Ständen geändert? Sind da auch neue Produkte dazu gekommen? Da hat sich auch ganz viel getan. Also am Anfang hatten wir, ich weiß nicht mehr wie viele, aber hauptsächlich hier Essen und da Kleidung und sowas. Und da sind jetzt wirklich, wie du sagtest, Seife dazugekommen. Und die Entwicklung geht da weiter. Gucken, dass wir nicht zu sehr abdriften vom Veganen weg. Wir wollen ja nicht nur irgendwelche Werktische hier betreiben, sondern es soll ja immer noch beim veganen Gedanken bleiben. Bei dir geht es auch weiter, Lars. Du hast gesagt, du schreibst schon an einem zweiten Film. Wir sind vorhin nicht mehr dazu gekommen, ich habe gesagt, ja, geht es denn dann um Liebe? Was ist im zweiten Teil, die Love Story, das Happy End oder Never Ending Story, the Vegan Never Ending Story? Was möchtest du denn eigentlich in deinem Film erzählen zum Thema vegan? Worum geht es dir? Was ist die Aussage? Ja, der zweite Film wird auf jeden Fall mehr den gesundheitlichen Aspekt rauskehren. Der erste war sehr ethisch begründet und ich glaube, dass das Thema Gesundheit in dem Zusammenhang auch unfassbar wichtig ist. Wie dieses Experiment, was ich vorhin beschrieben hatte, mit den 10 Leuten, die ich angesprochen habe, jetzt 8 Monate vollwertig vegan zu leben, zeigt, es schlummert so ein bisschen der Veganer in jedem von den jetzigen Omnis noch und man muss sie nur irgendwie wachrütteln und anstupsen. Und ich glaube, die Ängste zu nehmen, dass halt ja quasi es ungesund ist, wenn man sich ohne Tierprodukte ernährt, wenn man den Leuten diese Ängste nehmen kann und quasi den anderen schönen Weg, der sehr lecker und gesund ist, zeigt, dann geht man einen ganz, ganz großen Schritt in die richtige Richtung. Es wird natürlich eine total abgefahrene Story werden. Ich bin gerade auch da erstmal bei dem Grundgerüst. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, es wird diesmal aus der Sicht eines Fleischessers erzählt. Das gibt sehr skurrile Situationen. Zu der Liebesgeschichte, ich muss mich da enttäuschen, ich bin noch nicht so weit, dass ich diese Liebesgeschichte ausgearbeitet habe, aber da du ja dich bereit erklärt hast, in Teil 2 mitzuwirken, habe ich natürlich jetzt beim Schreiben ganz andere Möglichkeiten. Was ist für dich die vegane Aussage, Patrick? Bei dir, du sagst, vegan ist eine Bereicherung? Ja, im Prinzip schließe ich mich da komplett dir an. Was du mit dem Film versuchst, versuche ich ja mit Büchern und mit dem Blog, mit Kochkursen und so. Ich versuche letztendlich auch einfach die Message so rauszutragen in die Welt, dass es vegan mal sich zu ernähren und zu leben, dass das wirklich, wirklich ein Versuch wert ist. Und ich versuche immer auch den Leuten die Vorurteile zu nehmen, die Ängste zu nehmen und zu zeigen über so eine positive Herangehensweise. Und das machst du eben, Thomas, hier mit dem Super Festival heute wieder.
zu zeigen, es ist eine total bunte, aufregende, schöne und leckere Welt, diese vegane Welt. Und keine komische Sekte mit seltsamen Leuten, die irgendwie so ein bisschen blass aussehen und irgendwie auf alles verzichten und so. Du siehst gar nicht blass aus, genau. Aber ich wollte dich natürlich auch mal mit dir ins Gespräch einziehen, was so deine Projekte sind. Wenn du moderierst und so, du bist als Reporterin für Galileo unterwegs, aber hast du auch als Veganbotschafterin irgendwas jetzt vor in der Zukunft? Erzähl doch mal. Ja genau, bei mir tut sich auch ganz viel Spannendes. Überall wird kreiert, gemacht, getan, geplant. Also Veganbotschafterin, ja, also ich bin, wobei ich auch einfach inspirieren möchte. Es geht schon auch um diesen Lifestyle. Was bedeutet das für mich vegan? Es ist tatsächlich nicht nur die Ernährung, sondern wir achten dann auch darauf, dass wir keine Lederschuhe tragen, dass wir auch bei Honig, wir essen auch kein Honig, wir haben keine Lederschuhe. Also vegan ist wirklich viel mehr eine Einstellung, eine Lebenseinstellung, ein Lifestyle. Es ist etwas, was man lebt und was nicht auf dem Teller aufhört. Ich schreibe tatsächlich jetzt auch Kolumnen. Es gibt auch ein ganz neues Magazin, das heißt Vegan Essen. Sehr schön, es ist auch ein Lifestyle-Magazin. Da werde ich fest als Kolumnistin dabei sein, mit einer schönen Doppelseite und da auch viel schreiben. Es gibt die Vegane, die Veggie und Frei von Messe in Stuttgart im November, für die ich Botschafterin bin. Und weil ich eben auch ganz gut vernetzt werde, ich bin auch eine leidenschaftliche Netzwerkerin, werde ich dort auch Aussteller auch zusammenstellen und vegane Köche akquirieren, um da ein wirklich spannendes Bühnenprogramm zusammenzukriegen. Also auch da nochmal die vegane Botschafterin und genau, Moderation, Schauspiel, das ist, wo ich herkomme, das ist so meine Bühne ein bisschen, das Film und Fernsehen, die Medienwelt. Versuche einfach auch, mich ganz viel zusammenzutun mit den unglaublich spannenden veganen Produkten, die es gibt, um das zu zeigen, zu präsentieren. Ich trage dann zum Beispiel gerne mal ein T-Shirt von Dear Goods, ja, einer veganen Modemarke von einer guten Freundin in München, um auch zu zeigen, okay, so sieht vegan aus. Ich meine, Patrick hat ein Buch geschrieben, so geht vegan und wir sind vegan oder das ist vegan, dass man sich einfach ein bisschen was abgucken kann. Und damit werde ich eben mehr in der Öffentlichkeit auftreten. Es wird dann die www.laura.world geben als Domain, als Blog, den ich auch ganz viel schreiben werde. Und das sehe ich als Inspiration, als Beispiel für meine Entscheidung. Und es geht da schon auch ein bisschen um die Verantwortung, die einfach jeder Einzelne für sich übernehmen und tragen muss. Ich inspiriere, aber wir haben so viele Möglichkeiten auch über den WEBU Albert Schweitzer Stiftung, auch über ein Vegan-Kraftwerk, die zeigen, da gibt es noch mehr Gründe. Es ist nicht nur die eigene Gesundheit, es hat auch die Wirtschaft, es hat das Ethische, es, die Umwelt, es spielt so, hängt so viel damit zusammen, dass ich sage, okay, und wenn wir das wissen, wenn wir da aufgeklärt sind, es gibt so viele Möglichkeiten, sich da aufklären zu lassen, dann müssen wir eine Entscheidung treffen. Und dann schließt sich das aus, dass wir sagen, wir müssen jetzt über vegan reden. Müssen wir nicht, aber triff heute eine Entscheidung. Und ich weiß schon, du hast auch noch ein Projekt vielleicht vor dir, und zwar nächstes Jahr am 3. Juli. Da findet dann wieder der Vegan-Summer statt, der 4. Und ich finde, wir wollen die Laura dann wieder hier haben. Das könnt ihr mal alle zusammen klatschen. Vielleicht unterstützen. Macht das sehr schön, Laura. Wir freuen uns, dass du da bist. Wir freuen uns sehr, dass du da bist, Patrick und Lars, dass du hier das Beste gegeben hast und einen schönen Vortrag gehalten hast. Ich finde das sehr toll mit euch, das macht einen riesen Spaß. Ja, das ist ja auch deine Worte. Wir machen heute ein Fest der Freude, hast du am Anfang gesagt, als du das Festival eröffnet hast. Und ich finde, genau das wollen wir eigentlich auch nur inspirieren. Wir sind auch nur Menschen, wir waschen auch nur mit Wasser, kochen, hätte ich jetzt was gesagt, vielleicht der eine oder andere roh, der kocht dann gar nicht mehr, roh Veganer, aber genau. Also wir sind zugänglich, wir sind Menschen, wir sind nur Beispiele, wir sind nicht perfekt. Und bitte guck jetzt nicht so, hast du hier noch einen Ledergeldbeutel, aber du bist doch vegan, Patrick. Genau, also insofern geht es nicht darum, dass man wirklich guckt und Verbote aufstellt, sondern wir wollen inspirieren und ganz viel Freude und Spaß haben. Und wenn uns das gelungen ist, dann würde ich sagen, hey, sehen wir uns alle nächstes Jahr wieder auf dem Vegan Summit, spätestens, wir sind dabei. Genau, jetzt gibt es, was du noch gesagt hast zum Erzählen, es gibt ja auch noch die vegane Flusskreuzfahrt, da bin ich auch noch dabei, jetzt im Juli von Budapest nach Passau, also vegane Flusskreuzfahrten gibt es auch. Wer an Bord dabei sein möchte, kann sich da auch im Internet informieren, über mich informieren. Ich teile gerne.
also ich finde auch nochmal so abschließend so, es ist ja auch so, dass wir stehen jetzt irgendwie auf der Bühne oder wir sitzen gerade auf der Bühne und das ist gut so, und dass wir irgendwie andere Menschen auch nicht durch inspirieren, aber natürlich kann das jeder und soll das jeder machen. Jeder, der hier ist heute, der heute hier ist, kann natürlich genauso auch wie wir diese Botschaft nach außen tragen, und jeder ist ein Multiplikator. Jeder, der irgendwie in seinem Freundes-, Familien-, Bekanntenkreis so für die Idee positiv einsteht, ist immer eine gute Werbung für den Veganismus und wird Leute inspirieren, damit anzufangen. Das merke ich auch in meiner Familie, in meinem Umkreis. Die Menschen sehen das, die sehen, ja, der Patrick ist irgendwie, hat sich vielleicht so ein bisschen verändert, aber eigentlich ist der immer noch nett. Der sieht nur ein bisschen besser jetzt aus, und der ist irgendwie total offen und geht ganz tolerant mit dem Thema um und so, und der guckt jetzt nicht auf meinen Teller, wenn ich dann doch nochmal irgendwie Käse oder ein Stück Fleisch drauf habe, sondern der sagt halt guten Appetit. Und das meine ich halt so, wenn man halt so jeder, wenn jeder so als Person so positiv irgendwie auf andere wirkt und die Leute es trotzdem mitbekommen, dass man vegan lebt, dann bringt das die Sache total nach vorne, weil jeder Weg zum Multiplikator ist und das verästelt sich dann und irgendwann kriegen wir es alle. Sag nochmal das Lebensgefühl, die Lebensfreude, und auch Lars, wenn du sagst, jetzt in deinem nächsten Film geht es auch um die Gesundheit, auch zu merken, wie viel mehr man strahlt und leuchtet. Du hast gesagt, die Leute sagen, du siehst jetzt viel besser aus. Also wenn es dir gut geht, dann strahlst du das auch aus. Also jetzt schon mal in den zweiten Film gehen vom Lars, wenn es dann um die eigene Gesundheit, jetzt schon mal reingehen, wenn er ihn jetzt noch schreibt, ja. Genau, sich jetzt schon mal inspirieren lassen. Nein, unbedingt vor, genau. Schon mal das Buch kaufen, das der Patrick erst noch schreiben wird und jetzt schon bei Amazon gibt. So arbeiten wir. Nein, aber ganz genau, über die eigene Gesundheit, wenn es dir selbst gut geht, dann strahlst du das aus, und das ist auch das, was du sagst, dann inspiriert man automatisch. Ich freue mich auf dein Buch, auf deinen Film und auf den nächsten Vegan Sommer 2016.